dass das Grounding der Boeing 737 MAX eine durchaus etwas längere Angelegenheit werden dürfte, das wundert jetzt wahrscheinlich niemanden mehr. Man ist sich mittlerweile absolut einig, das Flugzeug war mit einem vermeidbaren Fehler unterwegs, was ein erhöhtes Sicherheitsrisiko für Passagiere und Crew bedeutete. Und wird der Fehler jetzt nicht behoben, dann bleibt das Flugzeug halt so lange am Boden. Das reimt sich sogar. Also Fehler beheben seitens des Flugzeugherstellers ist jetzt wahrscheinlich nur die halbe Miete. Wenn es ganz schlecht läuft, vielleicht nicht einmal das, denn die Behörden haben jetzt quasi angekündigt, dass die Boeing 737 MAX ohne neue Zulassung wohl nicht mehr fliegen wird. Dazu gab es in den letzten Tagen einen Haufen an neuen Informationen. Und was es damit jetzt auf sich hat und was ihr dazu zu diesem Thema jetzt wissen müsst, das schauen wir uns heute mal ganz genau an und damit viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut, dass die Boeing 737 MAX ein Problem hat oder hatte. Das ist kein Geheimnis mehr, das wissen wir mittlerweile. Und dass der Flugzeughersteller Boeing dadurch auch ein Problem hat, das ist auch keine Frage. Aber jetzt muss man das ja auch ein bisschen weiterdenken, denn die Behörden, die das Flugzeug zugelassen haben, die haben damit doch ganz automatisch eigentlich auch ein Problem, oder nicht? Denn in der Luftfahrt muss nun mal einfach alles lizenziert werden. Das ist wohl jedem bekannt. Und auch, dass diese Lizenzgeschichte gerne mal das teuerste und aufwendigste an einem neuen Bauteil in der Fliegerei und damit auch das teuerste und aufwendigste an einem neuen Flugzeug ist, das ist kein Geheimnis. Beim Thema Lizenzierung wird dabei in der Luftfahrt alles ganz genau dokumentiert und die FAA, die amerikanische Luftfahrtbehörde, sowie ihr europäisches Pendant, die EASA, die sind zum aktuellen Zeitpunkt damit beschäftigt, sich all diese Dokumente und Aufzeichnungen zur Lizenzierung der Boeing 737 MAX nochmal ganz genau anzuschauen, überhaupt nochmal zu gucken, was die damals überhaupt lizenziert haben. Dort findet aktuell also eine ganz genaue Überprüfung statt, denn während man den Flugzeughersteller Boeing und sein neues Flugzeug 737 MAX sowie das dort verbaute System MCAS, das Maneuvering Characteristics Augmentation System, während das öffentlich ganz scharf kritisiert wird, muss man sich auch irgendwann mal zu Recht die Frage stellen, wie ein solches System die damit verbundenen Risiken und dieser ja wirklich nennenswerte Unterschied zum Vorgängermodell Boeing 737-800, wie all das so vergleichsweise einfach durch jeden Zulassungsprozess gerannt sein kann. Nach dem ersten Flug eines neuen Flugzeugmodells bzw. in diesem Fall eines überarbeiteten Flugzeugmodells folgt immer eine Test- und Erprobungsphase. Dabei kann man jetzt hier bei der 737 MAX natürlich sehr davon profitieren, dass man schon erfolgreich ein ähnliches Vorgängermodell in die Luft gebracht hat, nämlich die 737-800 bzw. die 737 Next Generation Reihe. Diese Tatsache schmälert natürlich das erforderliche Pensum an Testflügen und so weiter, aber das macht das Ganze selbstverständlich nicht überflüssig. Zu dieser Thematik dachte ich mir, ist es vielleicht noch ganz interessant, mal zu schauen, was denn da in den letzten Jahren überhaupt abgegangen ist. Im Jahr 2010 hat Airbus bekannt gegeben, einen A320neo auf den Markt zu bringen. Also die A320-Familie jetzt mit überarbeiteten Triebwerken zu verkaufen und die Flugzeugfamilie damit fit für die Zukunft zu machen. Bis zu dem Zeitpunkt im Jahr 2010, wie gesagt, als der A320neo wirklich fest angekündigt wurde, da hat man sich bei Boeing selbstverständlich auch schon Gedanken darüber gemacht, wie man die 737-Familie entweder weiterentwickeln oder ablösen könnte. Dabei hat man natürlich ganz klar zwei Möglichkeiten. Entweder man baut jetzt mal ein neues Flugzeug, löst die 737-Basis nach fast 50 Jahren endlich mal ab und baut ein neues Mittelstreckenflugzeug angelehnt an die Boeing 787. Oder aber man macht es wie Airbus und schraubt einfach neue Triebwerke unter das schon bestehende Flugzeug, mit dem Unterschied, dass die Airbus-Basis knapp 20 Jahre jünger ist. Im Jahr 2011 schaffte es Airbus dann über 1000 Bestellungen für ihren angekündigten A320neo einzusammeln, während man sich bei Boeing zu dem Zeitpunkt immer noch nicht einig darüber war, wie man jetzt überhaupt kontern möchte. Im selben Jahr bestellte ein bis dahin treuer Boeing-Kunde, und zwar American Airlines, ganze 260 Standardrumpflugzeuge bei Airbus. Boeing war an der Stelle jetzt natürlich gezwungen zu handeln und American Airlines kündigte dann an, dass wenn Boeing das Flugzeug bestätigt, würde man auch von der Boeing 737 mit überarbeiteten Triebwerken 100 Stück kaufen. Damit war die Entscheidung getroffen und ich glaube, ihr versteht schon, worauf ich hinaus möchte. Die Boeing 737 MAX ist das direkte Konkurrenzmodell zum A320neo. Nur der hatte einen deutlichen Zeitvorsprung gegenüber der Konkurrenz aus den Vereinigten Staaten. Und damit war Boeing als Flugzeughersteller noch viel mehr unter Druck, noch viel mehr unter Zeitdruck, als man das im Flugzeugbau wahrscheinlich eh schon ist. Man entschied sich jetzt also hauptsächlich aus Zeitmangel dafür, die Boeing 737 MAX ebenfalls mit überarbeiteten Triebwerken auf den Markt zu schmeißen. Ganze 4% geringer als beim A320neo sollte dadurch nochmal der Spritverbrauch der 737 werden. Ein ambitioniertes Ziel, und um das zu erreichen, war von Anfang an klar, dass man einige Kompromisse bei dem Flugzeug eingehen muss. Und aufgrund dieser Kompromisse war dann wiederum klar, dass die 737 MAX in ihren Versionen MAX 7 bis MAX 10 auch die letzte Ausbaustufe der 737 sein wird.
Was danach kommt, wissen wir noch nicht genau, aber es wird auf jeden Fall etwas Neues kommen. So um das Jahr 2030 rum wahrscheinlich gibt es ein neues Standardrumpflugzeug von Boeing. Da wird es nicht mehr die 737 sein. Wie diese Kompromisse bei der 737 MAX jetzt im Detail aussehen, das müssen wir an der Stelle natürlich nicht noch einmal erklären. Wichtig ist nur zu verstehen, dass das umstrittene MCAS, das ist Teil dieser Kompromisse, beziehungsweise es wurde aufgrund eines Kompromisses verbaut. Den ersten Flug der Boeing 737 MAX, den gab es dann im Januar 2016, was dann natürlich auch den Startschuss für das darauf folgende Testprogramm bedeutete, was bei der 737 MAX mit 4 Flugzeugen durchgeführt wurde. Die Zulassung von den beiden wichtigen Luftfahrtbehörden FAA und EASA gab es dann im März 2017. Da war das direkte Konkurrenzmodell der A320neo bereits seit 14 Monaten bei den verschiedenen Fluggesellschaften unterwegs. Das ist also ein wirklich großer Unterschied. Ausgeliefert wurde die erste 737 MAX dann im Mai 2017. Der Flugzeughersteller ist in dieser ganzen Erprobungsphase, die mit dem ersten Flug des neuen Flugzeugmodells startet, da ist er natürlich maßgeblich dafür verantwortlich, wie schnell das Ganze jetzt vonstatten geht. Also die Anzahl an Testflügen, die Dichte an Testflügen, die Anzahl an Testflugzeugen und der ganze Aufwand, der dahinter steckt, das kann alles irgendwo von Boeing beeinflusst werden. Und damit kann auch der Zeitraum, in dem das alles stattfinden muss, von Boeing beeinflusst werden, bis zu einem bestimmten Punkt. Denn irgendwann muss das Ganze auch von der EASA bzw. von der FAA abgenommen werden. Und mittlerweile ist klar, Boeing hat, als man diesen Punkt erreicht hat, immer wieder bei FAA und EASA Druck gemacht, um dafür zu sorgen, dass die Zulassung schneller reinkommt, damit die sowieso schon zu spät auf den Markt kommende Boeing 737 MAX endlich mal an die Fluggesellschaften ausgeliefert werden kann. Diese Informationen sind wichtig, um jetzt überhaupt verstehen zu können, was da gerade eigentlich alles abgeht. Dem Flugzeughersteller Boeing wird jetzt nämlich vorgeworfen, diesen gesamten Lizenzierungsprozess und die Test- und Erprobungsphase der 737 MAX nicht nur auf das Nötigste runtergebrochen zu haben, sondern auch die ganz klaren Veränderungen, die ja auf jeden Fall zur Next-Generation-Reihe der 737 bestehen, diese klein gehalten zu haben, beziehungsweise sie teilweise sogar verschwiegen zu haben, damit sich die zuständigen Luftfahrtbehörden FAA und EASA nicht lange an diesen Veränderungen aufhalten, sondern die schnell durchwinken, damit Boeing das Flugzeug endlich auf den Markt bringen kann. Der Luftfahrtbehörde FAA wird wiederum genau das vorgeworfen, schlampig kontrolliert zu haben. Und EASA, na, die haben scheinbar einfach nur Ja gesagt, weil die FAA auch Ja gesagt haben. Das jetzt mal ganz überspitzt betrachtet. Also, egal wie man das jetzt dreht und wendet, hier gab es massive Nachlässigkeiten im Zertifizierungsprozess der Boeing 737 MAX. Das wiederum könnte jetzt dafür sorgen, dass das Flugzeugmodell 737 MAX seine Lizenzierung, seine Lufttüchtigkeit bei FAA und EASA verliert und dann eine neue Zulassung bräuchte, um überhaupt wieder fliegen zu dürfen. Gleichzeitig müssen dann ja aber eventuell auch die Behörden selbst für ihre Fehler gerade stehen. Und das wird jetzt an dieser Stelle alles so komplex und allumfassend, dass in den USA das FBI ermittelt. Ausgehend tun diese Ermittlungen vom amerikanischen Verkehrsministerium. Dazu schwirren zum aktuellen Zeitpunkt ja gerade noch eine ganze Menge belastender Aussagen durchs Internet bzw. generell durch die Medien, die eine schnelle Lösung bzw. eine Neuzertifizierung der Boeing 737 MAX erst einmal erschweren dürften. Laut einem Bericht der Seattle Times beispielsweise gab es schon vor einiger Zeit, vor dem Ethiopian Airlines Absturz, eine Sicherheitseinschätzung der FAA über das MCAS an den Flugzeughersteller Boeing, wo bestimmte Punkte, die ja bereits der Lion Air Absturz hervorbrachte, bemängelt werden. Daneben steht ja immer noch die eben bereits angedeutete Aussage im Raum, dass Boeing im Zertifizierungsprozess ganz klar Eigenschaften des Systems oder auch Unterschiede irgendwie klein gehalten hat und einfach hat untergehen lassen, um die ganze Aktion zu beschleunigen und dann eben nicht neben Airbus durch ein viel zu spät auf den Markt kommendes Flugzeug doof dazustehen. Es wurde unter anderem bemängelt, dass ein Ansatz, der in der Fliegerei eine absolute Selbstverständlichkeit ist, und zwar der Ansatz der Redundanz, dass der bei dem MCAS überhaupt gar keine Verwendung findet. Denn das MCAS ist nur an einen Flugcomputer der 737 MAX gekoppelt. Diese Flugcomputer, die switchen dann immer von Flug zu Flug, aber dadurch, dass das Ding nur an einem Computer hängt, dadurch hängt da eben auch nur ein Angle of Attack, ein Anstellwinkelsensor dran. Damit dieses System jetzt falsche Entscheidungen treffen kann bzw. falsche Inputs liefern kann, muss nur dieser eine einzige Angle of Attack Sensor fehlerhaft sein. Und das ist tatsächlich irgendwie schwer nachvollziehbar, warum das so ist oder nicht. Das System überprüft sich bei dem, was es tut, nicht selbst und gleicht die Daten, die es selbst hat, nicht mit den anderen im Flugzeug verfügbaren Werten ab. Des Weiteren soll das MCAS, so wie es dann letztendlich tatsächlich in der 737 MAX verbaut wurde, die Möglichkeit haben, durch ein immer wieder auftretendes Eingreifen in die Trimmung des Flugzeuges einen Ausschlag zu erzielen, der viermal so groß ist wie der Ausschlag in der Trimmung, den Boeing eigentlich mal für dieses System bei der FAA zertifiziert hatte. Der in dem Fall fehlerhafte Ausschlag
der Trimmung ist bei falscher Reaktion des Piloten zu groß, um nur mit dem Höhenruder kontern zu können. Das Flugzeug stürzt dann ab. Weil das MCAS nur für Extremsituationen gedacht ist und das Flugzeug dann quasi bei Unfähigkeit des Piloten vor Schlimmerem beschützen soll und dann erst eingreift, deswegen hat man sich bei Boeing wohl dafür entschieden, nicht nur kein Extratraining für dieses System zu verlangen, sondern das System auch gar nicht wirklich zu erwähnen. Das Fliegen wird nämlich immer komplexer, aber dass der Flugzeughersteller an dieser Stelle entscheidet, dass das neu verbaute System zu komplex ist für den Piloten, der letztendlich die Maschine bedienen muss, das ist dann doch irgendwo eine sehr neue Entwicklung. Hier stand ganz klar Wirtschaftlichkeit und Kosten- und Zeitersparnis an erster Stelle und das geht jetzt nach hinten los. Und da wird auch noch eine ganze Menge auf uns zukommen und wer weiß, wie lange das alles noch dauern wird. Ich glaube trotzdem nicht, dass das jetzt schon das Todesurteil für die 737 MAX ist. Denn es gibt nicht wirklich Alternativen zu dem Flugzeug. Es gibt natürlich den A320neo, aber der ist für die nächsten Jahre ausgebucht. Airbus kann nicht überall jede Fluggesellschaft mit diesem Flugzeugmodell beliefern. Aber mit Garuda Indonesia hat sich jetzt schon eine sehr große internationale Fluggesellschaft gegen die 737 MAX entschieden. 49 Flugzeuge wurden da gerade erst storniert. Mal schauen, wie das jetzt alles noch weitergeht. Und damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen für euch mit dabei und ich hoffe, ihr habt einen guten Überblick über die aktuelle Lage zur 737 MAX bekommen. Ich freue mich wie immer sehr über Feedback zum Video. Schaut gerne mal bei den Aero News Germany T-Shirts vorbei, die es jetzt seit gestern ganz neu gibt. Die findet ihr unten unter dem Video. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen, euch allen noch einen schönen Samstagabend und tschüss.